Hallo ihr Lieben, heute habe ich einen saftigen Kuchenrezept für euch und zeige die Zutaten dazu. Für den Teig habe ich 150 Gramm Mehl, 4 Eier, 150 Gramm Zucker, 50 Milliliter Milch, 3 Esslöffel Kakao und ein Päckchen Backpulver. Erst habe ich die Eier mit dem Zucker richtig cremig geschlagen und anschließend habe ich das Mehl, Backpulver und Kakao hineingegeben. Backpulver hatte ich schon mit dem Mehl vermischt und gebe zwischendurch die Milch hinein und schlage den Teig auf niedrige Stufe weiter. Ich habe den Teig in eine Auflaufform hineingegeben, welches ich mit Öl bestrichen habe. Der wird dann bei 170 Grad so ungefähr 30 Minuten gebacken. Jetzt bereite ich die Creme vor. Dafür habe ich 2 Packungen Creme Chantilly mit kaltem Milch geschlagen. Creme Chantilly bekommt ihr in jedem türkischen Lebensmittelladen. Stattdessen könnt ihr auch Schlagcreme nehmen oder Schlagsahne mit Sahne steif schlagen. Das ist euch überlassen. Ich gebe es in den Kühlschrank und bereite die Schokoladensoße vor. Für die selbstgemachte Schokolade habe ich 200 ml Milch, 3 Esslöffel Kakao, 100 Gramm Bitterschokolade, 50 Gramm Zucker, 1,5 Esslöffel Speisestärke und 50 ml Öl. Außer die Schokolade gebe ich alle Zutaten in einen Topf hinein, vermische das Ganze und lasse es einmal aufkochen. Sobald es anfängt zu kochen, mache ich den Herd aus und gebe die Schokolade hinein. Vermische das Ganze, damit die Schokolade darin schmelzen kann und lasse die Schokoladensoße auskühlen. Das ist sehr, sehr wichtig. Die Soße muss richtig ausgekühlt werden. Der Kuchen ist raus aus dem Ofen. Ich habe den vollständig auskühlen lassen und habe den dann anschließend mit einem Schaschlikspieß mehrmals eingestochen und 200 ml kalte Milch darüber gegeben und gebe mein Creme Chantilly darüber und streiche das einmal glatt. Ihr könnt sehen, dass die ganze Milch aufgenommen wurde. Das geht wirklich schnell, weil der Kuchen schön fluffig geworden ist. Jetzt kommt die ausgekühlte Schokoladensoße darüber. Das ist sehr, sehr wichtig. Wenn die Schokoladensoße warm ist, schmilzt euch euer Creme Chantilly. Jetzt gebe ich den Kuchen für 3 bis 4 Stunden in den Kühlschrank. Am besten ist das über Nacht. Ich lasse solche Kuchen immer über Nacht im Kühlschrank. Jetzt schneide ich den Kuchen für euch einmal an. Könnt ihr sehen, wie cremig die Schokoladensoße geworden ist. Zum Schluss habe ich den dann mit Kokosraspeln dekoriert. Der war richtig schokoladig, cremig und unten der Boden richtig saftig, weil wir ja auch kalte Milch darüber gegeben haben. Den müsst ihr unbedingt ausprobieren. So, ihr Lieben, das war es dann heute auch von mir. Wir sehen uns dann in einem neuen Video wieder und sage Tschüss!